Bevor wir mit diesem Video starten, ein kleiner Hinweis. Das hier ist mein vorerst letzter Monatsrückblick. Wenn ihr weiterhin Interesse habt an meinen Lesereisen und meinen Comic-Reviews, dann schaut doch gerne auf meinem Instagram-Kanal vorbei. Da gibt es hochgradigst tolle Comic-Reviews und Kritiken, nicht nur zu gucken, sondern auch zu lesen. Ja, und damit wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ich habe gelesen, Elektra, Liebe und Krieg. Nicht Elektra, Daredevil. Daredevil, Liebe und Krieg. Wie ich dazu kam, folgendes. Ich habe mir Elektra besorgt. Da habe ich schon lange nachgeschaut und diesmal habe ich ein günstiges Angebot gefunden und mir das Ding besorgt von Sienkiewicz und Miller. Ich habe angefangen, das Ding zu lesen und ich habe keine Ahnung von diesem Charakter und ich hatte auch keine Ahnung von dem Team hier, ne? Und dann wird man hier in so eine Geschichte geschleudert, die ich einfach von vorn bis hinten grundsätzlich erstmal nicht verstanden habe und dachte, okay, lese ich erstmal den. Und was soll ich sagen? Es schlabbert. Ich bin begeistert. Und ich weiß, in letzter Zeit ging so ein richtiger Daredevil-Hype so um, ne? Veröffentlichungen und sowas und Geschichten, die nach Deutschland kommen sollen. Das hier ist eine ältere Geschichte und keine Angst, packt dazu, greift dazu. Die hat's in sich. Die ist toll. Die ist wirklich toll. Der Kingpin ist besorgt, denn seine heilige Vanessa redet nicht mehr mit ihm. Jetzt kann man drüber nachdenken, haben die einen Ehestreit oder gibt's eine Krankheit oder hat sie vielleicht einfach keinen Bock mehr auf Smalltalk? Das soll ein Arzt herausfinden. Naja, und vielleicht kann er ihr ja sogar auch helfen. Und dass der Arzt dem Kingpin und vor allem seiner heiligen Vanessa helfen kann, das wäre wirklich ratsam, denn auch seine Frau hat ein Problem. Die ist nämlich blind und sie wurde entführt. Und fällt euch was auf? Einen habe ich in diesem ganzen Rückblick jetzt nicht erwähnt. Nämlich Daredevil himself. Und warum? Das müsst ihr dann selber lesen. Wie gesagt, bisher hatte ich noch keine bewussten Berührungspunkte mit Sienkiewicz-Bildern. Aber was dieser Mensch hier abliefert, ist brutal atmosphärisch und zeigt einmal mehr, wie abgefahren und in höchstem Maße gekonnt, kreativ ältere Comics teilweise ausgearbeitet wurden. Und so, Freunde, machen auch mir schlabbrige Superhelden-Geschichten Spaß. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, gab es hier keinen Charakter, der nicht näher beleuchtet wurde. Und ich meine damit nicht näher, sondern nah. Jeder Charakter, der mir zumindest im Kopf geblieben ist, ist ja stark ausgearbeitet. Fantastisch, wirklich fantastisch. Ein tolles, tolles Werk. Ich habe gelesen, Der Augensammler. Ja, da habe ich mir mal was gegönnt, ne? Die Vorzugsausgabe. Ich finde die nämlich einfach mal hübscher. Und ich wollte auch immer mal wissen, was so eine Vorzugsausgabe mehr beinhaltet. Also fernab davon, dass das Cover einfach viel, viel hübscher ist und auch einfach verdammt hübsch ist, hat das noch ein Lesebändchen. Wobei ich glaube, die normale Fassung hat auch eins. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Und es hat noch etwas extra. Das zeige ich euch aber zum Schluss dieser, Besprechung. Ist geil, ne? Wenn einem so einfache Worte nicht einfallen. Was ein schönes Buch. Spielen wir eine Runde Verstecken. Stellt euch vor, ihr sucht eure Kinder, aber ihr findet sie nicht. Ist aber eigentlich auch egal, denn entweder seid ihr eine tote Mutter oder ihr seid ein Familienvater, den seine eigene Familie recht wenig juckt. Oder ihr seid ein Polizist, der jetzt knapp 2 Tage Zeit hat, um die verschollenen Kinder zu retten. So wie Alexander. Der ist allerdings suspendiert und traumatisiert und er hat selbst Familie. Wäre mal spannend zu wissen, was die eigentlich dazu sagen. Aber das verrate ich euch nicht, denn das dürft ihr dann selber lesen. Frank Schmolke liefert hier gewaltig ab und zwar künstlerische Freiheit. An der Stelle möchte ich mal den Splittercast erwähnen. Da gibt es eine Folge mit dem Frank Schmolke. Und er erzählt davon, wie seine Arbeit war an diesem Band. Wie viel Arbeit er da reingesteckt hat, wie lange es gedauert hat, bis dieser Band fertig wurde. Und generell kriegt man da so einen Einblick daran, wie viel Arbeit so ein Band eigentlich macht.
Werke wie der Augensammler gehören ja irgendwie noch zu Fitzeks früheren Werken. Die sind zwar jetzt nicht die ältesten, die sind aber auch nicht brandneu. Und die zu adaptieren ist mit Sicherheit nicht das Einfachste. Die haben eine gewisse Stimmung, beziehungsweise Fitzek hat ja immer eine Stimmung, aber da steckt schon sehr viel drin. Da stecken Sachen drin, die der Autor heute anders macht. Da steckt alles, da steckt eine Perfektion drin. Und in allen seinen Bänden, die ich so gelesen habe, gibt es immer Besonderheiten. Interaktionen mit dem Leser, sei es, dass man das Buch aufschlägt und die Seitenzahlen doppelt angelegt sind aus bestimmten Gründen oder dass da noch Links abgedruckt sind, die man aufrufen kann, um mit dem Buch zu interagieren, Telefonnummern, die man anrufen kann, all solche Dinge stecken in diesen Büchern drin. Und da fand ich interessant zu sehen, ob Frank Schmolke hier auch sowas umsetzt. Und in gewisser Weise hat er das getan. Da möchte ich nicht drauf eingehen, was das ist, aber das gibt es durchaus auch. So kleine Gimmicks, die hier mitspielen. Schön, das freut mich echt. Da, wie gesagt, das war ein spannender Punkt für mich, da mal drauf zu achten. Und wer es weiß, der weiß es. Und jetzt wollte ich euch noch das Geheimnis lüften. Was denn diese wunderschöne Vorzugsausgabe zu bieten hat oder noch zu bieten hat. Und das ist unter anderem nämlich noch ein Kunstdruck vom Herrn Schmolke. Und den habe ich nämlich jetzt. So, rumgeflext. Ist nicht so, als seien das Sachen, die ich irgendwie wichtig finde. Aber ich wollte es euch zeigen, weil nicht jeder wird ja so ein auf 1000 Exemplare limitiertes Vorzugsausgaben-Comic gekauft haben. Aber ich hab's, denn es ist einfach unglaublich schön. Ich habe gelesen Rachel Rising. Ich habe gelesen Rachel Rising. Also hier, wartet. Das sind, 7 Bände. Die habe ich jetzt nicht alle in einem Monat gelesen, aber ich wollte sie euch dann vorstellen, wenn ich die ganze Reihe gelesen habe. Und das habe ich jetzt. Nachdem ich Terry Moores Strangers in Paradise geliebt habe, komplett gelesen und geliebt habe, habe ich mich an Rachel Rising gesetzt. Habe ich mir die Bände besorgt und zack, gelesen. Wow, und ich liebe diese Geschichte. Ich kann diesen Hype, der eine Zeit lang herum existierte, tut das immer noch oder nicht, ich weiß es nicht, kann ich völlig nachvollziehen. Diese Geschichte unterhält und ich fange mal anders an. Rachel erwacht und geht nach Hause. Ihre Augen sehen merkwürdig aus und generell wirkt sie ganz schön zerrupft. Und auch ihre Mitmenschen sind verwirrt, denn Rachel ist tot. Aber davon weiß Rachel nix. Ich rede hier mal so exemplarisch. Einen Band öffnen, um hineinzuschauen, ne? Wenn ich es euch nicht wieder hier digital vor den Latz knall. Terry Moores Zeichnungen sind einfach immer kreativ und kontrastreich, schwarz-weiß, detailliert, cartoonig, überdreht und intensiv. Und die einzige, aber große Schwäche sind die austauschbaren Figuren. Und wer Strangers in Paradise gelesen hat und auch diesen Band hier liest, der wird denken, dass hier teilweise die gleichen Charaktere drin sind. Egal männlich oder weiblich, die sehen teilweise 1:1 aus wie eben andere Charaktere aus der anderen Geschichte. So, das ist aber auch das einzige Manko, das ich an Terry Moores Zeichnungen habe. Mit Rachel Rising schafft Terry Moore eine Story, die trotz ihres eigentlich gewaltigen oder gewaltvollen Inhaltes oder ihrer gewaltvollen Thematik unglaublich unterhaltsam und charmant ist. Außerdem ist sie unglaublich humorvoll, wirklich humorvoll, und zwar so humorvoll, dass ich auch einfach mal lachen musste. Das passiert wirklich selten in Comics. Wirklich witzig. Dieser Humor ist einfach unfassbar charmant. Und wenn das unsere Zoe, nee, das ist nicht Zoe, wenn das Zoe hören würde, hätte ich mit Sicherheit ihr Messer im Leib stecken. Ich habe gelesen, Das Schiff der verlorenen Kinder. Wer hätte das gedacht? Der ein oder andere hat hier vielleicht schon mal aufgepasst und schon mal das Interview mit dem Autoren oder mit dem Künstler- und Künstlerinnen-Team
gesehen. Wer nicht, der schaut da mal bitte rein. Das ist nämlich ein echt tolles Team, ein sehr sympathisches Team. Ich mag die beiden sehr. Boris Koch und Frauke Berger, zwei tolle Menschen. Stell dir einmal vor, du flüchtest vor deinen persönlichen Monstern in eine Fantasiewelt. Dort bist du nicht alleine und alles ist in Ordnung. Und jetzt stell dir vor, in dieser Schutzwelt, in dieser Fantasiewelt, stellst du fest, die Monster sind mit dir gekommen und du findest keinen Ausweg. So ergeht es nämlich Leo. Leo wird nach einem Streit mit seinen Eltern aufs Zimmer geschickt. Und dieses Mal gibt es nicht nur körperliche Gewalt, sondern auch harte Worte. Und er wünscht sich fort. Ja, und dann schaut er aus seinem Fenster und stellt fest, er ist nicht mehr zu Hause, sondern er befindet sich auf einem Schiff. Beängstigt, verwundert und neugierig geht er mit seinem kleinen Bruder der Sache nach. Und plötzlich kratzt ein Monster an der Tür. Seichte Kolorierung mit gefühlvoller Note auf ausdrucksstarken Gesichtszügen. Was ich hier so überspitzt betone, meine ich aber eigentlich ganz schön ernst. Ich meine, guckt euch die Bilder mal genau an oder lasst es euch mal so ein bisschen auf dem Auge zergehen. Das ist schon schön. Und vor allem die Kolorierung, die ist schön. Und die Bilder werden auch mit voranschreitender Geschichte mutiger und expressionistischer, gewagter. Dieses Ding funktioniert natürlich einerseits als reine Abenteuergeschichte und sieht auch noch fantastisch. Beachtet bitte das Wort, den Wortwitz. Fantastisch aus. Was sich aber dahinter verbirgt, geht stellenweise unter die Haut. Das ist nämlich schon bitterer Ernst. Wirklich bitterer Ernst, der eigentlich Thema für die Traumabewältigung ist. Oder für die Traumaverarbeitung. Und so betrachte ich die Geschichte auch. Als eine Geschichte über Ängste, Traumata, Übergriffe. Und das ist für mich so das zentrale Oberthema dieser ganzen Geschichte. Und wenn ihr mehr dazu wissen wollt, verweise ich an der Stelle nochmal auf das Will's Wissen oder auf die Will's Wissen Folge mit Boris Koch und Frauke Berger. Ein tolles Autoren und Autorinnen und Künstler und Künstlerinnen-Team. Und ab! Ich habe gelesen Sapiens, die Falle. Das ist der zweite Band. Ich habe euch letztes Jahr, den ersten Band vorgestellt. Hier, Sapiens, der Aufstieg. Jetzt geht's um die Falle. Und da ich den zweiten Band schon hier habe, heißt das ja, den ersten habe ich sehr abgefeiert. Und der zweite toppt das Ganze auch nochmal ein bisschen. Krieg, Vorurteile, Bürokratie und die landwirtschaftliche Revolution, die werden hier in Sapiens behandelt. Aufbauend auf den ersten Band wird uns hier unser Weg zum Bauern und die daraus resultierenden Folgen, die bis heute anhalten, beleuchtet und erklärt. Der Ackerbau und das permanente Anpflanzen können und jederzeit zur Verfügung haben von Getreide wird natürlich der Hunger gestillt. Aber nicht nur, denn je mehr die Menschen zu essen hatten, desto mehr Menschen gab es auch. Und je mehr Menschen da waren, desto mehr mussten sie letztendlich auch essen. Und das Spiel geht ja ewig so weiter, ne? Mit dem Besitz der Felder gab es auch Besitz von Ländern und generell Besitz und Abgrenzung und Streitereien und Vorurteile und Zahlen und Bürokratie und Mythen und Glauben und Länder und Krieg. Ja, und ihr seht, wohin diese Reise geht, ne? Wir gucken mal rein. Genau wie schon der erste Band ist auch dieser zweite Band mit abwechslungsreichen, kreativen und wirklich witzigen Ideen ausgestattet. Für mich ist Sapiens ein absolutes Leseerlebnis. Es ist die Aufmachung, es ist die Thematik, es ist die Herangehensweise, die Tiefe, die Abwechslung, die Kreativität, die da drin steckt. Das ist toll, das ist einfach toll und das ist so ein Wissensschatz, den man einfach mitnehmen sollte. Diese Reihe, das wird ja wahrscheinlich 4 Bände beinhalten, wenn ich das richtig im Kopf habe, basiert auch auf Büchern. Ne? Die basieren auf Büchern von Yuval Noah Harari, der Bücher zu dieser Thematik geschrieben hat. Ein Künstlerteam hat sich dann damit auseinandergesetzt und ihn kontaktiert und die wollten einen Comic machen und er wusste da überhaupt nicht, was das werden sollte, wie so ein Comic überhaupt im wissenschaftlichen Bereich aussehen sollte. Soll er der Hauptcharakter sein? Soll er alles erzählen, wie in seinem Buch oder wie oder was? Nein, das ist ja aber so super schön gelöst. Er ist mit in diesem Buch
zu sehen, aber nicht nur Erwig, sondern verschiedene Professoren oder verschiedene Charaktere beleuchten verschiedene Bereiche und machen damit so andere Ebenen auf. Toll, also diese Bände sind im Verhältnis zu Comics oder zu anderen Comicbänden nicht sonderlich teuer. Und ich finde, das sollte jeder einfach mal zumindest in den ersten Band reinlesen, bevor er sich irgendwas anderes holt. Nein, ihr könnt natürlich, es ist bekloppt, das zu sagen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten, die halt an solchen Dingen interessiert sind, die an der Geschichte interessiert sind, am Werdegang des Menschen, all solche Sachen, dass die damit glücklich werden. Wirklich. Das sind knifflige Zusammenhänge und echt tiefe Themen, richtig schön und verständlich und einerseits einfach, aber auch sehr detailliert und wissenschaftlich wiedergegeben. Es ist nicht trocken dabei und man kann und muss diese Bände wahrscheinlich trotzdem häufiger lesen, um alle Zusammenhänge zu verstehen. So ist das eben. Der Mensch ist ein komplexes Wesen, die Menschheitsgeschichte ist ein komplexes Wesen und diese Bände sind auch sehr komplexe Wesen. Ich habe gelesen, andere Umstände. Anja hat erstmal die Uni hinter sich und kann jetzt endlich mit dem Erwachsensein beginnen. Also fast, wäre da nicht die Unsicherheit, was sie nun mit ihrem Leben anfangen will. Und irgendwie scheint ja auch alles ernster zu werden. Und dann lernt sie Olli kennen. Olli bringt Schwung in Anjas Leben und zeigt ihr, dass nicht alles immer so verkopft sein muss. Ja, und dann gibt's eine ungeplante Schwangerschaft und die mischt alle Karten nochmal neu. Zeichnerisch glaube ich, es hier mit Buntstiften zu tun zu haben. Spielt aber auch keine große Rolle, denn wieder einmal geht's hier nicht um actiongeladene Ballerszenen, die aus den Panels ragen, sondern um eine stimmig, ruhige, bodenständige und verständliche Atmosphäre. Die kriegt ihr hier nämlich geboten. Dieser Band begeistert mich auf mehreren Ebenen. Einerseits sind es die alltäglichen Konflikte, die die Charaktere hier durchleben, wie beispielsweise die ungeplante Schwangerschaft und das Erwachsenwerden oder das Erwachsenenleben und auch die zwischenmenschlichen Schwierigkeiten, die hier auftreten. Und gleichzeitig ist es die Positivität, die dieser Band mitbringt und von vorne bis hinten zu spüren ist und dabei einfach nicht künstlich erzeugt wirkt. Julia Zane schafft mit diesem Band eine Geschichte über Emanzipation, die nicht auf Dramatik setzt, sondern alltägliche Charaktere in alltäglichen Situationen aufgreift. Dann habe ich gelesen Slain Band 6. Den habe ich schon häufiger erwähnt. Ich habe ihn auch jetzt nicht mehr hier, denn der ging durch das Comic-Wichteln bereits raus. Da kann sich jetzt ein anderer erfreuen, den zu haben. Das ist nämlich ein toller Band. Und ich hatte keine Ahnung davon. Ich habe von Slain gehört, als ich die Will's Wissen-Folge mit Walter vom Dantes Verlag aufgenommen habe. Der hat davon geschwärmt. Dann hat er mir den Band zugeschickt, um ihn beim Comic-Wichteln verschenken zu dürfen. Und ich habe ihn gelesen. Mein Gott, ist das toll. Also Band 6 gilt auch so als Einstiegspunkt für Leute, die halt mit Slain nichts zu tun haben. Dann kannst du dir immer noch überlegen, ob du die D.V. Hagen-Bände holst oder eben nicht. Ich habe diesen Band schon ein paar Mal erwähnt. Ich habe mir vorne diesen barbarischen Krieger. Und als erstes dachte ich auch Kriegergeschichten, Barbaren, Fantasy, das ist wirklich gar nichts für mich. Dann haben wir auch noch so keltische Namen, die ich nicht aussprechen kann. Schwierig. Das waren nur die ersten zwei Seiten, dann habe ich mich völlig in diesen Band verliebt. Dann wisst ihr das auch schon mal. Und das Ganze hat mich stark an den ersten Deluxe-Band von Sandman erinnert. Damit kann ich den Band am ehesten vergleichen. Natürlich haben wir hier die keltische Mythologie und andere Namen. Es ist nicht das Gleiche, das will ich damit auch nicht sagen. Aber der Schreibstil und auch die Tour, die Slain hier durchmacht, die erinnert mich schon stark an den ersten Sandman-Band. Und das ist auch so meine Empfehlung für Leute, die Sandman lieben und die vielleicht auch sogar barbarische Geschichten lieben oder Geschichten über barbarische Krieger lieben. Die sollten hier zugreifen. Das ist nämlich echt stark. Ich bin ein bisschen traurig, dass ich diesen Band jetzt nicht mehr habe. Ich bin sogar sehr traurig, weil das ist für mich echt ein großes Werk gewesen. Den möchte ich mir gerne nochmal zulegen und da möchte ich auch weiterlesen, wie es da so weitergeht oder vielleicht noch bei Band 5 anfangen. Da gab es schon viel Austausch mit dem Dantes Verlag dazu. Ich glaube, so richtig habe ich immer noch nicht den Durchblick, aber das ist schon echt starkes Ding. Ich habe gelesen Deadly Class, den 9. Band. Und allmählich nähern wir uns dem Ende.
Das habe ich schon häufiger gesagt, das sage ich euch auch wieder. Und diesmal sagt es sogar der Verlag selber, wir nähern uns dem Ende. Falls ihr euch erinnert, Markus und Maria sind an ihre Schule zurückgekehrt, wo sie als Stars gefeiert werden. Nicht von allen, nicht von jedem, manche wollen sie auch ermorden oder wollten sie ermorden, aber das ist nun einfach Status quo. Und jetzt ist Helmut an der Reihe, der will nämlich Rache, denn der ist stinkend sauer. Und dann ist da noch eine Sekte, die ihre fleischgewordene Lust an der Fäulnis auslebt und ein verdammtes Killer-Skateboard. Wobei das mit dem Killer-Skateboard ist ein bisschen übertrieben. Trotzdem, achtet auf das Skateboard. Das kommt echt häufig zum Einsatz. Und dann ist da noch Shepnem, der hier einfach mal ganz viele Sympathiepunkte von mir kriegt, der sich nämlich mit seiner Freundin streitet. Ja, sie verbrennt, sie stirbt und nachdem er gefragt wird, was passiert sei, sagt er ganz trocken: Ich glaube, wir haben Schluss gemacht. Das mag ich. Zu den Bildern möchte ich eigentlich gar nichts sagen. Ich zeige euch jetzt ein paar Seiten, aber die sehen halt aus wie immer, ne? Es ist großartig, es ist interessant. Der eine mag es, der andere mag es nicht. Mir gefällt das echt gut. Aber wie gesagt, da wiederhole ich mich. Bitte sehr. Zugegeben, zu Beginn dieses Bandes und mit der Erinnerung daran, dass ich den 8. Band echt zum Kotzen fand, ging mir das anfängliche Rumgeeiere auf einem der Charaktere auf den Sack. Der ist eher so ein depressiver Charakter, natürlich, aber das Rumgeeiere dieses depressiven Charakters nervte mich. Aber dann, das ging von jetzt auf gleich, ne? Dann legte der Band so einen Zahn zu, so einen Affenzahn. Echt großartig, mit echt großartigen Wendungen. Also wer bis hierhin gelesen hat, wird ja eh weiterlesen. Für jeden, der die Serie noch nicht begonnen hat. Ich habe es schon häufiger gesagt, die Serie ist in meinen Augen wirklich lesenswert. Und wer auf Cliffhanger steht, der wird mit diesem Band auch ordentlich glücklich sein. Ich habe gelesen Lagos, Leben in Suburbia. Das hier ist die Geschichte eines Jungen, der seine geheime Liebe verliert. Und genauso ist das auch die Geschichte eines Mädchens, das unbeabsichtigt seine Jungfräulichkeit verliert. Das ist genauso die Geschichte eines Freundes, der sein Leben verliert. Und es ist die Geschichte eines Priesters, der sein Ansehen verliert. Zeichnerisch ist das Ganze sehr cartoonisch, einfach und klar. Und die Bilder funktionieren und vermitteln auf einfache Weise einen authentischen nigerianischen Alltag. Soweit ich das eben mit meinem Halbwissen aus Arte-Dokus behaupten kann. Die Stärke des Bandes liegt in den unterschiedlichsten Charakteren. Wir finden angepasste, heuchlerische, machthungrige, still protestierende, laute. Was habe ich noch? Bodenständige, religiös-fanatische, heuchlerische, aufgeklärte, unterdrückte Charaktere. Habe ich natürlich hier abgelesen jetzt, ne? Wisst ihr das auch schon mal? Habe ich mir nicht merken können. Ist aber so. Und diese Charaktere erleben unterschiedliche Konflikte, die eigentlich oder die für inzwischen schon alltäglich wirken, aber aufgrund ihrer Art und aufgrund der Art eines speziellen Charakters in dieser Geschichte kommen die erst so richtig zum Tragen. Also dieser Charakter ist eigentlich mehr oder weniger schuld an vielem und gleichzeitig verstärkt er seine Schuld auch noch. Mein Gott, was für ein asozialer Charakter in meinen Augen. Eine Figur, mit der ich persönlich nichts zu tun haben wollte. Schade finde ich an der Sache, dass wir aufgrund dieser gestückelten Erzählung, also hier gibt es mal eine Seite erzählt von dem Charakter, eine Seite erzählt von dem Charakter und dann kommt der Charakter wieder zurück und so weiter. Vieles ist verstrickt, das steht ja außer Frage, das sind Familienkonflikte und so weiter, ne? Die gehören alle zusammen und das passt alles wunderbar und wie gesagt, Stärken habe ich euch gerade schon beleuchtet. Ich finde aber gleichzeitig auch schade, dass durch so eine Erzählweise die Figuren dann doch teilweise mit ihren Konflikten so ein bisschen verloren gehen. Also für meinen Geschmack sollten solche Konflikte viel weiter ausgearbeitet werden. Das ist aber mein persönliches Ding. Das muss nicht so sein und das macht diesen Band nicht schlecht. Das ist nur so mein subjektives Empfinden. So, gleichzeitig
wurde dieses Werk auch von zwei Künstlern geschaffen, die eben auch aus der Region kommen, die halt wissen, wovon sie schreiben, die das so erleben oder die vielleicht diese Konflikte nach außen tragen konnten, endlich mal mit dieser Comic-Kunst. Und das ist schon was wert. Das ist schon viel wert und das ist ein starkes Ding. Und das kann ich euch auch einfach gnadenlos so weiterempfehlen, wenn ihr da Bock drauf habt. Lest das. Ich habe gelesen, 41,3 Kilogramm Magersucht. Das war ein spontaner Kauf, als ich so durch Medimobs gescrollt habe. Hat mir nichts gesagt, habe ich einfach mal dazu gepackt, war günstig, rein damit und zack, ab in den Bums. Und da habe ich's. Ernstes Thema, Achtung, Triggerwarnung, wer es nicht sehen kann, der skippt einfach weiter. Das Thema kann ja auch einfach triggern, ne? Wisst ihr ja. Zack, weiter, hier ist der Timecode und tschüss. Jessica ist 14 Jahre alt und ihre Freundinnen reden über Schönheit, Diäten und nicht nur um cool zu sein, sondern auch um ihr Hungergefühl zu unterdrücken, rauchen sie. Und Jessica fühlt sich ohnehin schon unbeachtet, unauffällig und ungeliebt und falsch in ihrem Körper. Und jetzt fühlt sie sich natürlich auch noch zu dick. Ja. Aber immerhin findet sie im Internet Freunde, die ihr da auch noch zustimmen. Zeichnerisch ist das jetzt nicht so die Wucht, aber es funktioniert. Und viel mehr will es eigentlich auch gar nicht oder muss es auch gar nicht. Es funktioniert. Wir bekommen Bleistiftzeichnungen, vielleicht ist es auch Kohle oder etwas ähnliches, kann ich nicht hundertprozentig sagen. Ist aber wie gesagt fokussiert auf das Wichtigste und funktioniert einwandfrei. Ingrid Sabisch oder Sabisch geht hier sehr einfühlsam mit dieser Thematik um und holt nicht nur Betroffene ab, sondern gibt auch Leuten von außerhalb oder einfach jedem, der diesen Band liest, einen Einblick in die Verhaltensweisen und vielleicht auch in die verlogenen oder versteckenden Verhaltensweisen betroffener Menschen. Und damit ist 41,3 Kilogramm Magersucht eine Leseempfehlung von mir an jeden, der irgendwie mit solchen Thematiken zu tun hat, zu kämpfen hat oder vielleicht auch einfach ein Außenstehender ist, der irgendwie davon berührt wird durch... Ihr wisst schon, was ich meine. Dafür auf jeden Fall. Auch als Broschüre oder als Heft, als Comic zum Auslegen, zum Verleihen, zum Ausleihen, zum Lesen. Ihr wisst, was ich meine. Von mir auf jeden Fall eine Empfehlung. Und damit war es das auch mit diesem Format. Erstmal auf jeden Fall. Keiner weiß, was irgendwann mal kommt. Aktuell sieht es aber so aus. Wenn ihr wissen wollt, warum, weshalb, wieso, schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr wollt. Wenn nicht, dann nicht. Ja, und damit habt ihr jetzt genug Internet für heute, ne? Abschalten.